Wir wollen ja nicht, dass das Ganze asynchron wird. Wir werden hier in Graffiti hergemacht. You sport guys like to wash each other. Mhm. Interessant zu wissen. Wir werden jetzt wieder warten bis 9 Uhr, ob das ein Fach ist, das wir noch brauchen. As I already said. So ungefähr 500 Mal habe ich das, glaube ich, schon angemerkt. Hallo, ich könnte ein paar Leben brauchen. Wir wissen ja, wir brauchen für die jetzt keine Geschenke mehr. Dank der letzten Kunststunde, glaube ich. Look at the cool guy! I wish we were gonna field hockey team! I ain't scared of you! Got something for you! Shove it! Can't wait to... 200% Leben. I don't want any trouble, okay? Das ist tatsächlich ein Fach, das wir noch brauchen. Welches ist das? Höchstwahrscheinlich Arbeitslehre oder Sport? Arbeitslehre, glaube ich, weil der Sportsaal ist ein bisschen woanders, glaube ich. Glaube ich. Hello, Mr. Payne. Alright, kids. I'm in a crap mood today, so just shut up and get to work. Tja, ich auch, weil Arbeitslehre ist so ziemlich das beschissenste Fach. Weil er einfach manchmal die Tasten nicht erkennt. Und man so immer circa einen Durchlauf braucht, damit man mal sieht, was man wann drücken muss. Tatsächlich? Ansonsten immer solche Probleme und jetzt beim ersten Mal, genauso wie bei Völkerball letztens. Im Sportunterricht. Und wir kriegen ein neues BMX, das immer noch schlecht ist als unser Rad. Toll. Super toll. Jetzt werde ich wieder so ein paar Bodenmissionen machen. Ich glaube, ich habe letztens in der Schule, im Schulgebäude, Elgin an irgendwas brüllen hören. Was auch immer der wieder will. Da oben wird wieder der sein, der will, dass wir Schüler in den Spind sperren. Exakt, du. Machen wir es mal. Auch wenn es nur zwei Schüler sind. Hallo? Komm da hinein. Einmal. Du auch, komm. Komm her. Da rein. Hey, werde ich nicht. $10 dafür. Naja, immerhin haben wir es endlich erledigt. Und du wirst mich schlagen. Ah, das ist der, der uns die Stinkbomben, glaube ich, damals verkauft hat. Deshalb hat er sie auch im Inventar. Da war jetzt er schon dann. Aber jetzt läutet es auch schon. Und was haben wir? Erdkunde oder was? Fotografie, okay. I was looking over your last assignments and some of you have real talent. It was really a treat. Mach eine markierten Positionen in der Stadt Panoramafotos. Da ist die erste Stelle in der Stadt. Fotografiere das Hauptgebäude der Schule. Okay, Fotoalbum ist voll. Dann zuerst... Zuerst nach links, würde ich sagen. Auch wenn ich eigentlich das Fahrrad holen will, aber da drüben ist dann eher eine Garage. Ein Bullworth Whale. Das heißt, das Stückchen müssen wir auch mit dem Skateboard noch nehmen können, ohne dass uns die Zeit abläuft.
Da hinten kommt er, die Garage. Gut. Ah, das heißt, unser altes BMX wird dann immer durch das bessere ersetzt. Das ist nett, weil dann müssen wir immerhin nicht fürchten, dass unser Prep-Rad, das Aquaberry-Rad, einmal verschwindet. Achso, Fotoapparat ausrüsten wäre nicht schlecht. Was soll ich fotografieren? Okay, war richtig. Das andere wird vermutlich der Jahrmarkt sein. Exakt. Stimmt, geht nicht, ist voll. Auch wenn ich nicht weiß, was dieses Fotoalbum bringt, ehrlich gesagt. Und vor allem werden ja hier im Fotografieunterricht immer nur die Fotoalben erweitert. Also ist das so wirklich das Fach, was am wenigsten bringt, meiner Meinung nach. Außer diese Fotoalben bringen irgendwann mal was, aber das zweifle ich ja stark an. Das ist schon Kapitel 5. Und da es heißt, der Aufstieg und Fall des Jimmy Hopkins, denke ich auch, dass es das letzte sein wird. Weil ansonsten ist der Titel relativ schlecht gewählt. Also ich glaube, von der Zeit her dürfte es nicht knapp werden, außer wir machen jetzt irgendwas grob falsch in nächster Zeit. Da geht's rauf. Die Ruine wahrscheinlich fotografieren. Das ist nett, weil da wollte ich ja eh schon einmal hineingehen und mir die anschauen. Oh, da trauert wer. Aber das ist der Friedhof und nicht die Ruine. Fotografiere die alte Kirche von Bulworth. Da ist es schön ruhig. Ich glaube ja, dass da ein Radiotransistor ist oder noch so ein Gummiband. Wenn ich ehrlich bin, weil das eben so ruhig ist und man nicht hingehen muss. Wo ist das Rad? Da. Okay. Ich glaube, es ist besser, wenn wir umdrehen. Irgendwann einmal ist da ein ziemlich breites Fahrzeug gefahren. Gut, das war jetzt wieder strunzdumm. Sonst hätten wir ja gar nicht umdrehen müssen, wenn wir jetzt zufahren würden. Links. Rechts. Geradeaus. Rechts. Links. Geradeaus. Sprung, Sprung. Wow, der letzte Sprung war nett. Wir haben das so circa in der Hälfte der Zeit geschafft. Such an easy victory. Great work, Jimmy. It really shows your sense. Das sagt sie immer. I'm awesome. Jetzt kann ich Farbfotos machen. Toll. Und was bringt das? Jimmy Hopkins delivers. Have you ever been to the library? Okay. Sounds okay. No way. Dann komm mit. Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht, oder? Oder haben wir das damals nicht geschafft, weil er sich verpackt hat und nicht weitergegangen ist? So wie jetzt. Komm mit.
I mean, they're like snot or something. Can't let anyone know I still do that. I mean, I'd be dead if anyone. Wir gehen einfach mal mit einer Waffe in der Schule rum. Ganz normal, auch wenn es so eine Kartoffelkanone why ist. Why is my underwear all squishy? Internet told me she has seven kids. So many products from the peanuts. Ich werde jetzt einfach so langsam gehen, weil dann hat er keine Probleme uns zu folgen. Und wenn ich so schnell gehe, dann ist er immer ein bisschen hinten nach. Und scheinbar ist die Reichweite zu kurz programmiert, in der er uns dann tatsächlich nachgeht. Weil sonst bleibt er halt irgendwann stehen, wenn man zu weit weg ist. Wie man ja offensichtlicherweise gemerkt hat. Und das ist sehr nervig. Wie man offensichtlicherweise gemerkt hat. Im Schneckentempo. Oder wir joggen einfach. Wir rennen und sprinten nicht, sondern wir joggen. Oh, er wird gerade geschlagen, oder? Nein, wieder nicht. Hey, du bist auch ein Streber, warum schlägst du L schon an? Hallo! Lass mich in Ruhe! Komm, L schon an, ich muss nur vor denen wegrennen. Ja, gescheitert, komm, Lecco mio. Ich hab schon einmal gesagt, Jimmy Hopkins ist schon längst kein New Kid mehr. Er ist jetzt der Boss der Schule. Nicht der Direktor, sondern Jimmy Hopkins. Das sieht nach Strebermission aus, wenn wir dafür zur Bibliothek müssen. What are you guys talking about? The library is full of rats! And I got my pre-med test next week, amigo! You're such a lame-o! Some king you turned out to be! Oh, how I long for the old days! Sure, we were laughed at and mercilessly bullied by everyone, but at least you could study without fear of rodents coming near us! Get off! Did you piss yourself again, Algie? Ew! No, I swear! Algie. I spilled soda on myself. Soda? Oh. Right. What a bunch of sissies. Well, I'm not afraid of a few rats. Jeez, pathetic. Selber die Bibliothek verraten. Ja, das wird eine schwere Arbeit, glaube ich. So verdammt schnell, wie die da sind. Wie soll ich die kriegen? Ja, vielleicht so. Ich würde dich gern anvisieren, Ratte. Ja, wie, Kollegin, wie? Ah! Das ist ja witzig. Eine. Zwei. Komm näher, irgendeine ist direkt bei mir. Was, ich habe euch doch getroffen, ihr scheiß Drecksviecher. Dich habe ich gerade kaum getroffen und du zählst als tot. Kommt her. Gut, dass ihr genau zu mir kommt. Komm her. Du auch. Der eine campt in der Ecke, oder wie? Oh Gott, wie viele sind denn da gewesen? Die waren ja mal arg verpackt.
Ich werde auf jeden Fall mal die Karte hier einsammeln. Da war noch eine. In dem Haufen. Das ist ja hier ein richtiges... Eine richtige Shooter-Einlage. Ein richtiges Shooter-Einlage. Komm zurück. Ich vermisse dich, Rädchen. Komm her. Ich vermisse es, dich tot zu sehen. Ich hab's noch nicht vergessen, Spiel. Ich weiß, dass ich die Ratten töten muss. Du musst mich nicht dran erinnern. Aber trotzdem lieb von dir. Take the delivery crate to see if any of them are still lurking in there. These crates? Yes, those crates. The rats appeared once those books were delivered. Everything seems to be fine, miss. I think I got them all. Thank you, Jimmy. If you have any late fees, I think we can just forget about them. I did that a long time ago. I mean, thank you, miss. Jimmy Hopkins borgt sich also Bücher aus. Ich hätte eigentlich gerade gedacht, dass diese Belohnung ziemlich sinnfrei ist, weil er sich nie Bücher ausgeliehen hat, aber da lag ich scheinbar falsch. Die nächste Mission ist dann in der Stadt. Aber... Da es, wie gesagt, wieder so dunkel ist und die Missionen im Dunkeln viel schwerer sind, wegen Sperrstunde und so weiter, werde ich jetzt wieder in den Schlafsaal gehen. Das Rad steht immer noch vom Schulgebäude, so wie es aussieht. Wenn du das tust, dann wirst du, glaube ich, so schnell gefeuert wie der Mathelehrer. Der Mr. Galloway. Speichern. Und an der Stelle würde ich sagen, das war's wieder mit der Aufnahmesession von Let's Play Bully die Anrunde. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit meinen Videos. Ciao.